Hallo. Kurze Erklärung. Also normalerweise, wenn eine Woche so ganz normal ist, dann gucken wir eigentlich immer, dass Joko und ich so einen Tag in der Woche haben, wo wir so unseren Krimskrams machen können. Und so ein privater Tag ist heute. Und ich habe auch frei. Und ich habe mir überlegt, was mache ich denn am liebsten mit meinem freien Tag? Genau, ich laufe Joko hinterher. Ich habe was versprochen, ich möchte meine Versprechen halten. Boogie, ich mache dich fertig. Ich habe gesagt, dass Joko es tief und bitter bereuen wird, mir jemals auf die Nüsse gegangen zu sein. In den nächsten Wochen werde ich dir deinen Kinderstreich zurückzahlen. Und dafür werde ich heute sorgen. Milch, Winterscheid, Smorgel! Und hier gibt es ein Café, in dem Joko sehr gerne abhängt. Ich warte jetzt hier. So, alles klar, da ist er. Joko bevorzugt es, immer wieder in dieselben Cafés zu gehen, weil irgendwann kennen sie ihn dann da und dann wundert sich auch keiner mehr, dass der berühmte Herr Winterscheid da Kaffee trinken geht. Wie er da so manieriert mit dem Löffel da so im Gesicht rumspielt. Guck mal, was sagt er da? Ja, interessant, ja, kann ich da Geld investieren? Ja, mache ich, hab ich. Hab sehr viel Geld. Ja, wie viel brauchst du? Gebe ich dir. Und dann kriege ich das Doppelte zurück, ja? Der trinkt einfach ganz normal Kaffee, Klaas. Das ist halt Joko, der sich da trifft und da rumsitzt im Café, ja, wie jeder Mensch. Ganz ehrlich, ne? Ich habe jemanden organisiert, kann man ruhig sagen, eine Schauspielerin, die Joko in aller Öffentlichkeit in eine unangenehme Lage bringen wird. Ist eine kleine, feine Sache, wird aber eine Wahnsinnswirkung haben. Ach ja, Latte Macchiato trinken und eine Waffel fressen, das kannst du ja. Und hintenrum keinen Unterhalt zahlen. Du hast gesagt, du kannst es dir nicht leisten. Und jetzt trinkst du hier für 8 Euro ein Latte Macchiato. Willst du mich verarschen oder was? Du bist das größte Arschloch, was in ganz Berlin überhaupt noch rumläuft. Ich sag's dir zum letzten Mal, mein Freund, ich mein's ehrlich, ja? Zahl deinen verfickten Unterhalt, sonst lernst du mich kennen. Deine Scheißsachen kannst du auch mitnehmen. Das ist ja unglaublich, was man hier mitkriegt auf der Straße, ne? Dass der beliebte TV-Moderator Joko Winterscheid offensichtlich ein Problem hat mit seiner Ex-Frau und hier Dinge macht, für die er dann am Ende nicht gerade stehen will. Aber weißt du, was das Gute ist? Wenn man ein Foto davon hat, kann man 250 Euro kriegen vom Leserreporter. Und wenn man Glück hat, wird das abgedruckt und dann kriegt man 250 Euro. Bar auf die Hand. Ist nicht witzig. Ist wirklich nicht witzig. Was ist nicht witzig? Ja, geh mal zur Sparkasse und mach mal eine Überweisung, du Schwein. Giro Hero, dass ich lache. Okay, danke. Stinkereich, ne? Ja, au, au. Und interessiert sich einen Scheiß dafür, hör auf, wo du überall leid. Kinder in die Welt gesetzt hast, ne? Ja. Ja, das können Sie ruhig alle wissen. Hau ab. Ja. Gut, komm, wir gehen jetzt. Komm jetzt mit. So. Kann ein Vormittag schöner sein? Die Sonne scheint in mein Herz und aus meinem Herz heraus. Und das Allerschönste ist, Joko hat einen pickepackevollen Tag. Und ich auch. Wir sind jetzt schon wieder in einer komplett anderen Ecke von Berlin, aber na gut. Man muss eben wissen, was man mit seiner Freizeit Sinnvolles anstellt. Ich habe einen Plan. Da vorne hat Joko mit seinem Modequatsch irgendeinen Termin. Weiß ich nicht genau, was der da macht. So, ich weiß nur, dass der nächste Termin hier vorne ist. Das heißt, der feine Herr Winterscheid wird also ein paar Meter zu Fuß laufen. Und dann möchte er wahrscheinlich recht schnell da ankommen und möchte dann keinen Kontakt haben mit anderen Leuten, die ihn vielleicht aus dem Fernsehen kennen. Und das finde ich den Fans gegenüber ein Schlag ins Gesicht. Ich habe was organisiert, aber wir gehen jetzt natürlich ins Auto. Ansonsten wird man hier ständig genervt. Also ich. Okay, da ist er. Guck mal, wie kackfrech der auf sein Handy guckt, ne? Und er weiß natürlich, dass er angeschaut wird, aber er guckt lieber auf sein Handy, weil er seine Ruhe haben will. So, damit ist jetzt Schluss. Okay, bevor er uns jetzt abhaut. Okay, schick ihn los, schick ihn los, schick ihn los. So, Frank, du kriegst das jetzt. Weißt du, wie es angeht? Ja. Okay. Joko kommt natürlich in Bedrängnis, weil er jetzt sympathisch sein muss. Er kann jetzt nicht einfach sagen, steck dir deine Tuba in den Arsch und hau ab. Okay. So, Frank, jetzt sagst du mal, Joko Winterscheid, bekannt aus Funk und Fernsehen. Joko Winterscheid, bekannt aus Funk und Fernsehen, Grimme-Freiträger. Kommen Sie heran und machen Sie Selfies mit ihm, Selfies für alle. Joko Winterscheid, ein Prominenter zum Antworten, ein Prominenter Joko Winterscheid.
Was soll das, Leute? Ey, bitte, komm. Kommen Sie ran, helfen Sie alle. Ein Star, ein Prominenter zum Antworten. Komm. Lass es, los, Klaas. Er ist nicht da, er hat keinen Bock drauf. Er hat keinen Bock drauf, hat er gesagt. Und er aber gesagt, du machst es dann. Er hat gesagt, er macht so eine tolle Sache nicht. Ich sollte machen. Lass mich wieder anders hoch. Selfies mit Joko Winterscheid. Schaut euch, macht Fotos mit ihm. Ja, dürft ihr alle Fotos machen mit Joko Winterscheid? Er freut sich drauf, er macht die Fotos. Selbstverständlich macht er Fotos mit ihnen. Frank, mach noch mehr, du kriegst jetzt noch Unterstützung, Frank. Wer es noch nicht geschafft hat, mit ihm ein Foto zu machen, jetzt ist die Chance. Jeder kann es. Jeder darf es. Der Kudamm ist sehr, sehr groß. Ne? Der ist sehr groß und sehr viele Menschen. Man muss darauf hinweisen, wo der ist. Nein, alles gut. Du kannst da gar nichts für. Hallo. Freue mich. Einmal. Was soll das? Man könnte den ja übersehen, ne? Also wirklich, das wäre doch schade. Weil der hat nicht so viel Zeit. Hey, Leute, bitte. Es ist auch. Ich verstehe den Humor, ja. Ich verstehe den Humor total, aber nicht jetzt. Alle gucken, könnt ihr bitte einfach gehen. Es ist. Selbst für alle mit Joko Winterscheid bekannt es aus ist dem Fernsehen und aus dem Funk, ja. Ey, es alle Leute gucken. Hör bitte auf. Klaas meinte, du wolltest wohl unerkannt hier langlaufen. Ja, er macht ein bisschen niedergeschlagenen Eindruck. Wir müssen ein bisschen Feuer da reinbringen. Ein bisschen Fuego, ein bisschen das Temperament Südamerikas. Ich habe keine Zeit für so einen Quatsch, ey Leute, wollt ihr mich verarschen? Ich brauche keine Leute, die mich verfolgen. Hallo. Ja, freut mich sehr. Das ist so schön. Guck mal. Er ist ein Mann des Volkes, ein Mann des Volkes, der macht Fotos mit euch. Der sich sonst noch nicht getraut hat, ein Foto mit euch zu machen. Von hier sieht's aus wie Christopher Street Day. Oh, ist grün. Weißt du, ey, nur so lang. Es ist total durcheinander. Er hält sich die Ohren zu und steht mit auf der Straße. Ey, Leute, bitte. Das Geschäft brauchen wir jetzt auch nicht mehr zu gehen. Wenn Joko Winterscheid mit so 5 Transvestiten in so ein normales Geschäft einfällt. Für jeden ein Stück Joko. Kommen Sie ran und machen. Warum geht er nicht einfach zu seinem Termin und macht die Tür zu, der Blödmann? Ich muss jetzt gerne alleine weiter, okay? Ich weiß nicht, wie du das hier verstehst. Du. Ja, verstehe ich. Okay? Wo ist Klaas? Wo ist Klaas? Es ist Feierabend. Wo ist der? Ich will wissen, wo der ist. Ich habe keine Lust mehr auf euren Spaß. Ich muss weiter. Und ich habe keine Zeit für das hier. Frank, lass dich nicht belabern. Ich darf das doch nicht. Ja, das ist mir egal. Aber Frank, ganz ehrlich, du wirst freigebucht. Ne? Ist doch so. Du bist ein Freier. Das heißt, wenn wir dich nicht buchen, buchen dich wahrscheinlich keiner mehr, weil du letztes Jahr bei uns gearbeitet hast. In deinem Interesse, sag es mir zum Klaas. Bitte gehen, es ist vorbei. Danke. Oh, die kommen, alles klar. Haben Ja. Kann das dann jetzt auch aufhören? Kann aufhören. Ernsthaft? Kann aufhören, alles klar. Ich verstehe wirklich, ne? Ich dachte, du hast keine Zeit, geh doch zu deinem Termin. Nein, wir drehen heute nicht mehr, okay? Es ist vorbei. Okay. Ich möchte einfach nur von dir hören, dass das Ding für heute hiermit beendet ist. Ja, das ist hiermit beendet. Komm, wir fahren los. Nein, Frank bleibt hier. Frank, du bleibst noch hier und die Kamera bleibt auch hier. Tschüss. Ich warne dich heute auch noch. Ja, ich warne dich auch. Tschüss. Ja, jetzt sind wir weggefahren, ne? So wie Joko das wollte. Ich geh dann, ne? Ja, gut. Jetzt wundert er sich natürlich, warum der jetzt immer noch gefilmt wird, ne? Wir müssen nicht mehr hinter mir herlaufen, wir sind fertig. Ich guck mal ein bisschen in meinem Handy rum. Kontakte. Oh, was ist das denn? Vinti? Klaas hat doch gerade gesagt, es ist vorbei. Wir gehen noch ein bisschen mit. So, und jetzt habe ich das getwittert. Die Nummer. Ja, ist jetzt weg. Kann man nicht mehr verändern jetzt. Du hast jetzt Jokos Nummer getwittert? Ja, jetzt gerade eben. Deine private Telefonnummer? Jo. Vom Handy? Ja, vom Handy. Klaas? Ja?
Sag mal, du hast doch die Twitter-App bei dir auf dem Handy, ne? Hab ich, ja. Könntest du mal auf mein Profil gehen und es mal Joko zeigen? Bitte? Danke. Ich kann mir vorstellen, dass der nicht damit einverstanden ist. Ja. Der hat nicht meine Nummer getwittert. Wie viele Follower hast du denn auf Twitter, Klaas? 1,3 Millionen. Ungefähr. Und die sehen das alle? Ja. Das ist meine Nummer, das ist meine private. Das ist meine private Handynummer. Da ruft mal einer an, sagt, hallo, ist da Joko? Sagt er, ja, machen die hi-hi und legen wieder auf. Ja, und? Das hier ist das allerletzte. So, jetzt. Jetzt ist auch vorbei, ne? Das klingelt die ganze Zeit. Ich glaube, dass der dich umbringt. Ja. Ey, fickt euch wirklich. Tschüss. Wenn ihr noch mehr Videos von Zirkus Halligalli sehen wollt, abonniert unseren Kanal. Für mehr Videos klickt einfach hier oder hier. Oder hier. Sabine? Was? Wir machen hier gerade was fürs Internet. Hau mal ab, bitte. Sabine? Hau hey. Ab, bitte. Bleib ganz ruhig stehen, Sabine. Dann fällt es nicht auf. Ganz ruhig, Sabine. Beweg dich nicht. Sag mal, hast du was an Ohren?